Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den heutigen Lesungen sind zwei Texte dabei, nämlich der erste und der letzte, mit denen kann ich sehr viel anfangen. Die sprechen zu mir. Also es gibt ja immer mal wieder so Situationen, wo man einen Bibeltext hört und der, naja gut, der ist dann halt doch arg weit weg von einem selber. Da gibt es nicht diesen Bezug dazu, aber diese zwei Texte, mit denen kann ich was anfangen. Zum ersten Mal die Berufung des Propheten Jeremia. Es ist ganz am Anfang von seinem Buch, das sind ein paar Verse noch vorher, wo drin steht, wer der Jeremia ist und woher er kommt und wer seine Eltern waren. Aber dann beginnt sofort mit der Berufung des Jeremia. Und das ist so eine Geschichte, wie sie auch bei anderen Propheten da ist. Auf einmal hört dieser Mensch, dieser Jeremia, der bis dahin eigentlich gar nicht weiter aufgefallen ist, die Stimme Gottes. Auf einmal spricht Gott zu ihm und ruft ihn und sagt, ich habe dich bereitet, ich habe dich vorbereitet, ich habe einen Plan für dich und ich habe eine Aufgabe für dich und du sollst Prophet der Völker sein. Also nicht nur einfacher Prophet, sondern auch noch Prophet der Völker. Und wir wissen jetzt nicht so arg viel über diesen Jeremia bis dahin, aber er selber hält sich offensichtlich wohl für einen relativ jungen Menschen. Er hält sich für zu jung und sagt also, lieber Gott, Herr, ich doch nicht, also ich bin doch viel zu jung. Also kein Mensch wird auf mich hören, außerdem kann ich gar nicht predigen, habe ja nie predigen gelernt. Was soll denn das? Ich bin zu jung und vollständig ungeeignet dazu. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann mich mit diesem Jeremia sehr gut identifizieren. Wie die meisten von euch wissen, und die, die es nicht wissen, erfahren es jetzt, liege ich gerade in den letzten Zügen meiner Doktorarbeit in den USA. Ich habe vor 3 Jahren damit angefangen, eine Arbeit zu schreiben, und da passierte mir sowas Ähnliches wie damals dem Jeremia. Ich habe mir lange überlegt, was soll ich denn eigentlich machen mit dieser ganzen Ausbildung? Was soll ich denn mit mir tun? Ich werde jetzt dann bald 40. Ich sollte vielleicht nochmal mich bewegen. Das war vor mehreren Jahren. Also jetzt bin ich über 40, aber damals war ich noch vor 40. Und habe dann mit einem Bekannten oder mit einem Freund von mir geredet, der für die Ausbildung in unserer Kirche zuständig war, mit Jimmy Tulski. Und der sagte dann zu mir, du Axel, da brauchst du gar nicht weiter suchen, ich habe das perfekte Programm für dich. Schau dir mal Episcopal Divinity School in Cambridge, Massachusetts, das ist dort, wo Harvard ist, also die Elite-Uni, schau dir das mal an. Die haben genau das Programm und mach du dort deinen Doktor. Und meine Reaktion war dann genau die gleiche wie beim Jeremia auch. Ich? Also vielen Dank für das Vertrauen in mich, aber ich, kleiner Axel, ich, der gerade so irgendwie über die Runden kommt und meine Predigten irgendwie zusammenkriege, ich, kleiner Axel, soll in Amerika auf Englisch bei Harvard eine Arbeit schreiben. Also ich doch nicht. Ich habe mich dann nach langem Hin und Her dennoch beworben und hatte immer Angst. Eigentlich war ich mir vollständig sicher, dass ich irgendwann ein ablehnendes Schreiben kriege und dass sie sagen, also vielen Dank, aber wer hat dir eigentlich gesagt, dass du dich hier bewerben könntest? Es kam nicht dieses Schreiben, sondern ich wurde angenommen und habe jetzt 3 Jahre studiert. Und jetzt geht es mir gerade wieder so. Ich bin jetzt 2 Wochen daheim gewesen und habe geschrieben und habe jetzt den Hauptteil meiner Arbeit an meinen Professor geschickt und jetzt sitze ich da und warte auf das E-Mail und habe fürchterliche Angst und falle gerade von einer Krise in die nächste. Was, wenn ich nicht gut genug gewesen bin? Was, wenn das nicht schlau genug war, was ich da geschrieben habe? Was, wenn er es ablehnt oder sich womöglich krank lacht über, also so, der glaubt wirklich, er kriegt einen Doktor mit dem Geschreibe hier. Ich, kleiner Axel, soll das getan haben. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja klar, der Axel will jetzt nur Komplimente von uns hören, der erwartet jetzt, dass irgendjemand sagt, hey, du bist doch ganz toll und du bist doch ganz schlau und danke Manfred, vielen Dank Manfred, genau, du bist ganz schlau und Sander, so, genau darum, jawohl, genau, ein paar mehr Komplimente, genau. Aber darum geht es gar nicht, darum geht es wirklich nicht.
Denn ich hatte wirklich diese Ängste. Und ich will euch noch ein anderes Problem sagen, das ich mit meiner Doktorarbeit hatte, ganz am Anfang. Ich schreibe ja über Trauer und HIV und AIDS. Und da habe ich mir am Anfang schon sehr große Gedanken darüber gemacht, wie kann ich eigentlich als HIV-negativ lebender Mensch die Erfahrung von HIV, die Trauer von HIV beschreiben, darüber reden, sie wissenschaftlich beleuchten. Habe ich überhaupt das Recht dazu? Kann ich das überhaupt? Wie komme ich denn eigentlich dazu? Das waren so die Selbstzweifel, die mich gequält haben, jenseits davon, dass irgendwelche Leute nett zu mir sein könnten und sagen können, das kannst du schon. Der andere Text ist ähnlich, der Evangeliumstext. Da geht es nicht darum, was einer von sich selber denkt, sondern da geht es darum, was andere von ihm denken. Jesus kommt in sein Dorf, er kommt heim und er predigt da zum ersten Mal, seit er weggegangen ist. Und diese Predigt, die ist dann auch noch ziemlich heftig. Also das ist eine Predigt, das ist nicht die 0815-Predigt, die man eigentlich so erwarten könnte bei einer ersten Predigt daheim mal wieder. Und die natürliche Reaktion darauf ist, sag mal, den kennen wir doch. Also das ist doch dem Josef und der Maria, ihr Junger. Also ich erinnere mich noch daran, wie der als 14-Jähriger Lausbub der war, meine Äpfel geklaut hat. Den kennen wir doch. Und außerdem hat es doch da die Geschichte gegeben, dass bevor die geheiratet haben, der schon unterwegs war. Also man weiß ja nicht so ganz genau, wer da der Vater ist. Also sollte man vielleicht nicht drüber schwätzen. Und im Ausland waren sie auch. Was schwätzt denn der da? Also neu. Ich habe das absichtlich jetzt auf Schwäbisch gemacht, auf die Gefahr hin, dass irgendwelche Leute es nicht verstehen. Aber ich denke, ihr versteht schon so die Haltung. Wir wissen es besser, ist da die Haltung. Und das verstehe ich dann auch wieder, weil das habe ich die letzten 2 Wochen erlebt. Durchaus. Ich war wieder in dem Dorf, wo ich herkomme. Und ich habe Leute getroffen, die mich seit meiner frühesten Kindheit kennen. Die mich kennen, seit ich etwas so groß war. Die meisten von denen waren natürlich viel zu höflich, um etwas anderes zu sein, als beeindruckt von der Karriere, die ich da habe und überhaupt. Aber ich habe schon deutlich gemerkt, dass da unterschwellig so beim einen oder anderen da war, also mit dem war ich doch auf der Hauptschule, also wir haben doch zusammen Hauptschulabschluss gemacht. Ja? Und damals ist er vom Gymnasium geflogen wegen Englisch und ist zu uns auf die Hauptschule gekommen. Klar, und jetzt will er einen Doktor in Englisch machen. Klar. Das wird wahrscheinlich auch so ein Doktor sein, von dem man immer wieder gehört hat. Kostet 40.000 Euro und dann kriegt man ihn. Ja, kann man kaufen von den Kaimaninseln oder so. Also gar kein Problem. Oder was auch so unterschwellig manchmal da ist, glaubt er eigentlich, dass er jetzt was Besseres ist? Also bloß weil wir hier Metzger waren sind und Maurer und der Herr Schweigert ist, hat studiert. Ja? Schullehrerssöhnchen. Ihr merkt, das sind so Beschreibungen, wo relativ eng für mich an dem biblischen Text dran sind. 2 biblische Geschichten, in denen ich mich sehr wiederfinde. Und ich weiß nicht, ob ihr da auch eure Bezüge dazu herstellen könnt. Aber ich glaube, wenn ihr euch das lang genug überlegt, werdet ihr das auch merken. Man könnte nun sagen, okay, reg dich nicht auf, dem Jeremia ging es genauso. Der hatte auch seine Selbstzweifel. Oder reg dich nicht auf, sogar Jesus ging so. Also immerhin Jesus ging so, dass andere Zweifel an ihm hatten. Also da muss man durch. Aber liebe Gemeinde, ich glaube, das würde zu kurz greifen. Das würde nicht erklären, warum diese Texte denn eigentlich da sind und was sie für uns bedeuten. Denn diese Texte, die sagen mir etwas ganz anderes. In diesen Texten geht es nämlich eigentlich gar nicht um Jeremia. Es geht auch nicht wirklich um Jeremias Selbstzweifel. Es geht sogar nicht mal wirklich um Jesus. Nur daran, dass irgendwelche Bauern in irgendeinem Dorf an Jesus zweifeln. Nein, es geht um etwas anderes. Es geht um was Tieferlegendes. Es geht um was Größeres. Es geht um Gott. Und es geht darum, was wirklich Wirklichkeit ist. Was ihr, was wir, was ich, was du wirklich bist und seid.
Jeremia hält sich für zu jung. Und Gott sagt, sei ruhig, schweige still und rede das, was ich dir sage, dass du reden sollst. Alter, das spielt für mich keine Rolle. Jesus wird von den anderen festgelegt auf eine Rolle, wo sie ihn sehen. Ja, klar, es ist der Sohn vom Zimmermann. Also wie kommt der Sohn vom Zimmermann dazu, hier predigen zu wollen? Er wird festgehalten von anderen in einer Rolle und auf einer Vorstellung, in einer kleinen Ecke. Und das ist eine Fremderfahrung, die er gar nicht ist. Und das Evangelium und Gottes gute Nachricht sagt, da irren sie sich. Die irren sich, weil das, was Jesus sagt, ist tatsächlich wahr. Beides Males sagt Gott, ihr Menschen habt Unrecht. Ihr seht vielleicht das eine in euch selber und den anderen. Und ihr wollt das klein klein halten. Ich aber, ich Gott, ich sehe mehr. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe eine andere Wirklichkeit. Gottes Wahrnehmung von der Wirklichkeit ist die wirkliche Wirklichkeit. Und das ist oft etwas ganz anderes als das, was ich von mir oder von anderen für wirklich halte. Liebe Gemeinde, ihr habt mich jetzt schon oft predigen hören, dass biblische Texte für mich immer beides enthalten, nämlich Zuspruch, Versprechen Gottes, das Gute, die gute Nachricht auf der einen Seite und Herausforderung, Aufforderung, Anspruch, Anschubsen von uns Menschen auf der anderen Seite. Ich glaube, dass dieser Text auch beides hat. Aber für mich ist heute eine Predigt über einen Text oder über zwei Texte, die zumindest 90% Zuspruch sind. Zurufung von Gott, Kraft und Versprechen von Gott. Und manchmal darf man dann sich da als Prediger auch einfach machen und einfach nur mal die Wirklichkeit Gottes verkündigen. Da darf man die Kraft Gottes einfach mal fließen lassen und euch sagen, wie es ist. Lasst euch nicht stoppen. Lasst euch nicht aufhalten. Lasst euch nicht einreden, ihr werdet klein, klein, alt, dick, hässlich, ungeliebt, unfähig. Lasst es euch nicht einreden von euch selber und schon gar nicht von anderen. Und ich weiß immer nicht, was schwerer ist, das selber sich einreden und das, oder das von anderen eingeredet zu bekommen. Lasst es euch nicht einreden, weil Gott sagt, sei ruhig. Ich habe dich gerufen. Ich habe dich vorbereitet von deiner Mutterleib an. Du bist nicht zu klein. Du bist nicht zu alt. Du bist nicht zu dick. Du bist nicht zu unfähig. Ich rufe dich und ich habe schon einen Grund dafür. Lasst euch nicht von anderen festlegen auf die Rolle. Ha, wir wissen ja, die Frau hat studiert und die Frau führt ein Unternehmen und was können wir denn von der anderes erwarten? Wir wissen ja, das ist ein Wengerter, da brauchen wir ja nicht erwarten, dass der irgendwas anderes macht. Ja, wie blöd ist denn das? Und glaubt mir, Gott sieht euch anders. Gott sieht euch größer und stärker. Und Gott sieht die Möglichkeiten, die in euch liegen. In dem Moment, liebe Brüder und Schwestern, in dem ihr eine Aufgabe vor euch seht und spürt, da ruft mich Gott zu etwas. Wenn ihr eine Möglichkeit in euch seht und spürt, da kann ich was. Und ihr dann denkt, ach nein, ich bin zu klein, zu alt oder was auch immer. Liebe Gemeinde, dann schlagt eure Bibel auf und erinnert euch an Jeremia, dem es genauso ging und den Gott dann losschickte, um Prophet für die Völker zu sein. Gottes Wirklichkeit ist größer und schöner und weiter als das bisschen Selbstbeschränkung, das ihr habt. In dem Moment, wo ihr merkt, die anderen lassen mich nicht wachsen, die anderen lassen mich nicht das sein, was ich wirklich sein kann, weil sie denken, sie wüssten besser, wer ich bin, dann erinnert euch an Jesus in der Synagoge und lasst euch von Gott sagen, lasst die anderen doch euch klein sehen. Ich sehe dich groß
Ich sehe dich fähig. Ich sehe dich als leuchtender Stern. Und geht von dort aus weiter. Und ihr werdet merken, das ist ein anderes Gehen. Das ist ein anderer Anfang, den ihr da machen könnt. Da liegt zuerst einmal überhaupt gar keine Aufforderung drin, sondern wirklich nur Zuspruch, Versprechen. Ich sage euch, so sieht euch Gott. Wenn euch andere beschränken oder ihr euch selber klein macht, ich glaube, dann gebt ihr Gott nicht die Möglichkeit, euch so groß sein zu lassen, wie ihr es tatsächlich seid. Das heißt nicht, dass es immer gut geht. Das heißt nicht, dass mein Professor nachher, wenn er mir eine E-Mail schreibt, sagt, hey, toll, klasse, beste Arbeit, die wir schon lange, müssen wir sofort veröffentlichen. Nein, kann durchaus sein, dass ich kritisiert werde. Das heißt auch nicht, dass jeder andere euch so toll sehen müsst, wie Gott euch sieht. Also es kann durchaus sein, dass beim nächsten Vorstellungsgespräch der neue Chef sagt, also so richtig sehe ich sie an der Stelle nicht. Das kann durchaus passieren. Aber das ist nur weltliche Wahrheit. Und das ist nur etwas, was vorübergeht. Die wirkliche Wahrheit, die, mit der ihr leben sollt, mit der ihr leben dürft, mit der ihr seid, das ist Gottes Wirklichkeit. Und die ist größer. Amen.